Hallöchen Leute, ich bin Pio Mark und herzlich willkommen zurück zu Mario Land 3 Super Mario Wario Land hier. Hier über mir steht's. Falls ihr den echten Titel wissen wollt, müsst ihr leider lesen, sorry. So, über diese Wasserlevels. Monte-Kanne. Jet Power-Ups überall. Das sehe ich mal auf. Vielleicht brauche ich es ja noch. Ich glaube nicht, da wären 10 Herzen besser gewesen. So, den lasse ich weiterziehen. Na, sonst kann ich das nicht mehr aufbrechen. Und die ganzen Münzen holen. Nix weiter, naja gut. Immerhin. So, gehst du mal weg. Thanks. So. Was mache ich überhaupt? Ich will doch einfach nur das. Okay. Ist da noch ein Chat drin? Ich hätte mal klein bleiben sollen, um da unten ranzukommen. Nachher mal das Chat-Ding holen sollen, aber egal. Wahrscheinlich hier wieder nur ein Schlüssel gewesen, zu dem ich das Secret eh nie gefunden hätte, also. Alles gut. Hier ist Schicht im Schacht und darum verflickt, so wie ich gleich wieder. So, hier kann man stampfen, dann kommt man da unten ran. Was da unten versteckt ist, weiß ich noch nicht. So, wir werden es hoffentlich rausfinden, wenn ich der da nicht trifft. Naja, lieber nicht. So. Münzen. Versteckt ist vielleicht. Aha. Und ja, eine Münze ist nicht so wichtig. Kann man abspringen und dann schneller die Leiter aufklettern. Leider nicht. Egal, okay, da war noch so ein Secret unten. Kann man damit Chat nicht irgendwo weiterfliegen und da ist, glaube ich, irgendwas. Maybe, ja. Oder ich habe es schon wieder falsch in Erinnerung. Bis jetzt noch nichts richtig in Erinnerung gehabt, was das Spiel angeht. Das hat aber Welt 1, da es den Bonus-Level gab, das hat aber noch genau gewusst, wo der ist. So, weg mit dir. Kann ich nicht mal die Dinger zerstampfen, weil die schon unter Wasser sind. So, noch ein paar Herzen. Ja. Ich wollte eigentlich zuerst stampfen. Geh weg. So, machen wir's. Nein. Okay, stampfen hat nicht funktioniert. Das ist egal, es funktioniert bei dem sowieso nicht. Okay. 83 Münzen. Kann sich sehen lassen. Bin ich halt so enttäuscht. Naja, mache ich halt so einen Run, wo ich euch keine Secrets zeige, damit ihr das selbst finden kann. Wenn ihr denn wollt. So. Monte-Kanne haben wir es dann bald. Ja. Ein normaler Level noch. Wie es aussieht. So. Level, wo wir nicht so hoch springen sollten. Achso, wir wollen schnell wieder zum Anfang zurück. Dann ist das natürlich schon in Ordnung. Zwei Münzen gleich direkt. Ah, das war blöd. Egal. Der reicht mich hin nicht. Noch nicht zumindest. Das war auch doof. Ich könnte warten nochmal. Mach den gleich mal weg, weil da kann man einer von unten hin. Okay. Ich finde immer nur diese Crits, wo man überhaupt nichts bekommt. Aha. Hier sieht es noch weitergehen aus. Ich gehe mal hier weiter.
das anscheinend nur noch ein Secret Room und dann war's das schon. Münze. Nix eigentlich. Oh, das ist egal. Chat. Wieso nicht, wenn er schon mal hier liegt? Bereit für mich zum Nehmen. Dann nehme ich ihn auch direkt mit. Vogel ist weg, passt. Nö, das nehme ich nicht direkt, oder? Trifft mich diesmal nicht, ja. Das ist ein Checkpoint, kann das sein? Ja, das ist ein Checkpoint auf jeden Fall, aber was ist da? Ich will den Chat behalten. So, auf dem Ding muss man einfach springen, wenn man will, dass der die Richtung wechselt. Ich will, dass du noch ein bisschen runterfliegst. Ja, nicht allzu weit. So, da kann ich, könnte ich dann mit Chat drüber fliegen, richtig? Ja, okay. So. Okay, das erreiche ich sogar noch. Die drei da oben sind noch nicht so wichtig. Okay. Bin ich jetzt. Oh, eine Sichtbarkeit hatten wir auch noch nie. Oder können wir das Power-Up, wo wir durchgehen, mal rennen? So, da bekommen wir bei jedem Gegner 11 Dinger. Hat 11 bekommen, also einmal wegen besiegen und nochmal 10 wegen Stern wahrscheinlich. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Warum ich hier bin. Aber ich glaube, das ist nicht der normale Exit. Gab's überhaupt einen Secret Exit? Jetzt gar nicht gesehen. Treasure. Ach ja, die verschiedenen Schätze würden nachher nochmal aus den Münzen dazu zählen. Nein, dann gibt es gar keinen Secret Exit. Okay, dann bin ich einfach nur einen anderen Weg gegangen. Scheinbar. Oder da oben waren Secrets. So. Die besiegen wir noch nicht. Ich glaube, die geben uns nämlich was Schönes. So brauchen wir aber erstmal Münzen. Münzen dafür, warum der jetzt schon dreimal da war, obwohl ich noch keine habe. Wundert mich ein bisschen. Okay, einfach werfen und wieder einfach nicht. So. Nein, nicht abballern, das ist falsch, okay. Wenn irgendwas Bestimmtes macht, geben die einem Münzen. Abballern war es nicht. Okay, dann keine Ahnung. Dann bin ich schon wieder überfragt, was das angeht. Ah, Gästerchen. Wow, springt gleich zwei. Weil ich Angst vor den Gästerchen habe. So. Wenn wir uns die Münzen holen, kann es auch hier dranhängen. Die vielen Münzen hier zu holen. Auf meinem Controller verrisst keinen Input. Und ich falle runter, aber nein. Okay, passt. Die Entchen. Immer noch. Ja, die Boomerangs fliegen eh nur dorthin zurück, wo die Gegner gestanden sind. So, genau, das sind noch ab und zu Exits. So, da fliegt der Deckel von der TK nach oben. Und, ja, wieder nach unten. So. Ganz einfach. Mehr passiert da nicht.
Ah, okay. Kommt nach unten und dann haben wir das Boss-Level freigeschaltet. So. Okay, genau. Mal ins Wasser werfen. Und die aktiviert. Ach, die hängen dann an. Genau, genau, genau. Die hängen dann an mir. Sehr anhänglich, diese Bomben. Ups. Ah. Oh, keine Ahnung, ob da oben was ist. Lassen wir die Bombe ein bisschen Bombe sein. Okay, weghauen können wir sie nicht. So, okay. Dann müssen wir sehr leben loswerden. Gut. Aha. Ein Herz. Oh. Natürlich steht er da. Ah, okay. Kann ich den einfach anrempeln? Ich weiß es nicht. Ich mache es lieber nicht. Ich will einfach nur mein Chat Power up und weitergehen. Natürlich, willst du das nicht haben? Okay, keine Ahnung, wie ich das bloß werde. Ich werde die ganze Zeit da irgendwelche Türen zufliegen oder irgendwas. Sollte dann vielleicht mal kurz nachsehen. Okay, noch nicht. So. Was da am Abgoen ist, kann ich den von hier aus treffen? Mal schauen. Wenn er hier wäre und ich gerade weggehen wird. Nice. So, dann ist der schon mal weg. Das war jetzt nicht sonderlich nützlich, aber egal. Da gehen wir wieder runter. Oh. Verfolgt mich der? Ja, verfolgt mich. Okay. Dann ist das mit dem Feuer eh ganz am besten eigentlich. Ich weiß gerade nicht, aber der kommt eh zu mir. Da gibt es einfach andere Wege noch, glaube ich. Da wird man dann woanders rauskommen, oder? Ja, okay. Okay, verstehe. Passt. Stiergegner. Draufspringen kann er natürlich nicht. Okay, erst wenn er da irgendwas gemacht hat. Und zwar, wann habe ich den jetzt angreifen können? Hä? Okay, egal, dass ich die Checkpoints nie nenne. Das ist einfach so dumm. Dumm? Was kann ich nicht dumm sagen hier? Ich bin zu dumm, um dumm zu sagen. Ja, ist ja klar. Ich mache es mal einfach nur selbst komplett. Unnötig schwer, wenn ich da keine Checkpoints nehmen soll. Das ist aber nervig. So, dann ein Herz war da oben nur. Was war das? Da. Was nehme ich diesmal nicht mit? Das dann auch nicht. Das dann haben wir das Ding. Hier war der Checkpoint. Zum Glück habe ich genug Münzen gehabt. Man kann halt nicht nach oben drücken, damit man den guten Sprung macht, glaube ich. So. Okay. Hängt da unten jetzt. Aha. Was gibt's da noch so? Noch mehr Herzen? Okay, das Ding.
Münzen. Okay, nicht schlecht. Die brauche ich hier, glaube ich. Aha, okay. Jo, ist ganz lustig. So. Passt. Wie greife ich dich jetzt an, Junge? Du nimmst mich und wirfst mich. Ich kann aber nicht auf dich drauf springen anscheinend. Und dich rammen. Ja, okay. Ich muss dich rammen anscheinend. Aber wie soll ich dich jetzt noch rammen, wenn ich klein bin? Hä? Wie ramme ich den verfickt nochmal, wenn ich klein bin? Kann man diese scheiß Bosse überhaupt da noch machen? Zum Glück weiß ich von den Bossen absolut nichts mehr. Toll. Fantastisch. Ich habe einfach keinen Schimmer, was ich am besten gerne mache. Schon extrem schnell sein, naja, geil. Aber noch ein paar Münzen bekommen. Hier, rammen. Hier, rammen. Hier, rammen. Ach ja, ich muss den ja da ranhauen. Stimmt, so war das ja. Na? Kommt ein bisschen, wenn ich springe gerade, wenn ich das mache. Ja. Jo, da rennen wir schon fix, schnell wie nix. Ja, genau. 1400 erst, das ist eigentlich so wenig. Glaube ich, kommen wir zumindest davor. So, Stove Canyon. Jetzt wird's erst richtig kackel. Ah, okay, das ist schon der Level. Gleich der Einführungslevel in die Welt. Und wir haben Lava, die uns verfolgt. Zwar nicht sehr schnell dabei noch, aber wir müssen da wieder sehr ab und zu zurück. Kommen wir wieder einen Schlüssel, dann werde ich wieder nicht mehr so hinquert. Okay, da lege ich ihn da dafür, das ist nicht gut. Da unten drin, maybe. Ich habe keine Ahnung. Ein Musikplakat zumindest. Ich dachte, da laufen wir sowieso immer, wenn man unbesiegbar ist, okay? So, okay. Einmal da hinten, den Schlüssel. Ich hoffe, du bist dafür da hinten noch irgendwas für irgendwas nützlich. Ja, ich glaube, da unten ist einer. Das weiß ich noch. Hier, nimm das. Nein, das war oben. Ich gehe jetzt sicher nicht ins Ziel. Jetzt wo ich weiß, wo ich hin muss und den Schlüssel mit habe. Ah, endlich. Darum war hier ein Power-Up. Damit ich die Kiste rammen kann, weil wenn ich die nicht rammen kann, dann haben wir verkackt. Genau, die anderen Schätze, das ist auf jeden Fall nach der Reihe. Wir haben jetzt Schatz G, die anderen vorigen haben wir alle nicht gefunden. Ja. Aber den Schatz, okay, genau, den können wir immer holen. Dann trotzdem den Level ganz normal machen. Stimmt, stimmt, ich dachte, das ist wieder nur so. Das ist wieder so eine Art Secret Exit und so. Aber nein. Das ist nur so eine Art Ball oder so, den wir da gerade bekommen haben. Nicht schlecht. Bälle sind. Können richtig gute Schätze sein, auf jeden Fall. So, 21. Das war der einzige Level mit Lava, den es verfolgt. Oder wenn wir Flammending haben, dann können wir das Ding auch nicht öffnen. Oh, 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 oh. Nix da. Da wenn wir Clan-Wario sind. Ja. Jetzt schon Checkpoint, okay, bis jetzt war es nicht so schwierig.
Das mache ich gerne nochmal. Ah, mit Feuer kann man das öffnen. Was schon wieder? So. Ah, wäre trotzdem so sicher nicht schlecht gewesen, weil da überall. Überall die Lava ist. Nehme ich einfach mal an, dass das Lava ist. Versteckte Power-Ups sind ja schön, aber. Nichts, wenn da unter Lava ist. Okay. Kein Herz, kann man immer mal probieren. Ob da eines drunter ist. So, das hat jetzt funktioniert. Genau, 50 Münzen. Supi! Und die Schätze werden dann zum Schluss nochmal in Münzen umgewandelt. Ja. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Und ich auch. So, Stoof Canyon. Oh ja, die Feuerbälle, das wird ich langsam achten. Die kommen jetzt immer öfters. Vor allem in dem Level, ja. Es wird auf geachtet, hat aber nichts gebracht. Aber wir hören nicht. Kommen hier wieder direkt dieses Power-Up. Ich bin einfach gutgläubig und nimm anders dran nicht. Ah, der schießt ja gleich. Und auch durch Wände. Checkpoint. Ja, okay. Nein, ich nehme keinen Checkpoint. Die Münzen gehören alle mir. Mir kommt sicher nicht so ein dahergelaufener Checkpoint. Ach komm, immer dieser scheiß Pixel da, wo der hier ranhebt. Na, Feuerball oder nicht? Nein, okay. Kann ich hier stehen überhaupt? Ja. Zack, zwei Feuerbälle, damit ich weiß, wo ihr seid. Nur da. Anscheinend. Okay. Passt. Dann hol ich mal das Power-Up zum Glück mal. Nein, doch nicht. Ist gar keins. So ein Chat, damit könnte ich da fliegen, aber. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Die paar Münzen. Ja, das weiß man nie, wann der weit genug unten ist. Oh, ich will auch nicht so weit runter. Weg mit dir. Kann ich einfach fliegen. Darf ich mit der Feuerball zum Glück nicht. War schon wieder riskant. Und dann fliege ich halt da oben rum. Passt. Hallo, hab doch auftaugt. Flieg mich einfach so irgendwo hin. Schlimmsten Fall in die Lava. Supi. So, jetzt sind sie relaxed, da habe ich mir schon fast gedacht, weil da links sieht so aus, als ob es da. Ah. Ist der Level. Will ich das? Ich glaube nicht. Mit den Karren, die hier rumfahren. Nicht unbedingt nötig ist. Wahrscheinlich muss ich nach irgendwo stampfen, was ich da brauche. Was ist das Ding? Genau. Das wirft mich hier nach oben. Zum Checkpoint. Ich meine, da sind zwei Münzen jetzt gewesen, das ist sicher, aber. Ich glaube, wieder welche zurückbekomme. Gleich mal bis zu dem Ding. Aha. Frag mich nicht, wo der Secret Exit ist. Irgendwo oben wahrscheinlich. Oder irgendwo. Okay, das ist noch ein Herz. Ah, genau, ich muss runtergehen, damit ich aufkomme. Genau, genau, genau. Secret Exit, dann nehmen wir den halt auch mit.
Super, Wario, renn nicht so schnell, du bekommst noch eine Verwirrung, was du da machst. So, was ist denn das für ein Level hier? Da laufen die Bahntracks hin. Aber ist das auch irgendwas mit Bahntracks? Vielleicht mal etwas mit dem Schatz. Zumindest weiß ich, wo die Tür ist. Wenn ich den Schlüssel finden sollte. Ach, das ist das komische Labyrinth hier. War hier auch irgendwas? Nein. Das ist das Labyrinth. Da war vorher, glaube ich, kein Wasser. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Sieht der Schlüssel direkt? Ja, okay, jetzt muss ich nur noch zurück. Darüber fliegen kann ich ja jetzt nicht, wenn ich einen Schlüssel in der Hand habe. Klettern, klettern kann ich zum Glück. Kann ich meinen Schlüssel auf den Kopf legen. So. Zum Glück müssen wir einfach nur am Schlüssel anrennen und werden besiegt. So, war das der Anfang? Ja. Okay, dann nehmen wir den Schatz auch mit. Ja. Kommen wir dann leben, oder? Das haben wir nur dasselbe Geräusch. Ein Pokal! Nice. Der heilige Gral. Als Schatz. Das ist gleich der nächste. Na, immerhin. Die ersten sechs sind da nicht gefunden. Die ersten sechs hintereinander nicht gefunden. Und dann finden wir zwei direkt hintereinander. Bin so stolz. Was ist denn da drin überhaupt? Ach, das Ziel. Ah. Ja. Ist ja, glaube ich, auch nur dafür gedacht, dass man den. Dass man Secret holt. Den vier Münzen hat er schon Bonusspiel machen können, aber egal. So, Stoof Canyon. Wo war da jetzt der Secret Exit? Genau, hier einfach nur ein bisschen rumfahren. Da sind ein paar Maps drin. Hol ich noch ein paar Münzen und sterbe. Warum? Warum tue ich das? Dann hole ich mal meine Hörner, so. Naja. Okay. Nicht schlecht. So. Oh, irgendwo gehängt. Gehangen. Gehängt. Wurscht. Ist da irgendwas? Wundert mich jetzt, dass ich da oben einfach hänge. So, gut. Da hätten wir eigentlich gar nicht mehr hin können, ohne den Power-Up. Was haben wir hier drin noch? Okay. Na, damit. Ganz klar, so. Müssen wir mal laut einstellen, dass ich noch den Stick auch verwenden kann, fürs nach links und rechts bewegen oder oben und unten beziehungsweise halt, so. So, wenn wir da mal einen Anlauf schaffen, geht es jetzt noch aus, dass die Fliege auch darum rennen muss. Ich habe da drüben auch beleuchtet, aber da ist es nicht. Nur direkt da bei mir. Egal. Feuerbälle. Hier im zweiten Ding. Brauche ich das? Sieht so aus. Na, dann will ich es mal nicht missen. So. Fireball, hallo? Nein. Okay. Hier wieder. Und hier unten, was die Möglichkeit gibt. Checkpoint nehme ich mit in den Boss-Level jetzt lieber zur Sicherheit. Falls ich mich wieder nicht auskenne.
Minuten oder 5 Minuten zu spät merke, dass ich den Gegner so nicht angreifen kann, sondern einfach nur in die Lava stoßen muss. Beziehungsweise werfen muss. So. Okay. Machen das Leben schwer hier. Oder zumindest spannend. So, Fireball dachte ich mal schon. Das Feuer hilft mir. Fireball? Nein, okay, passt. Ich glaube, das springt doch ab und zu nicht. Ja. Ja, ja, dafür habe ich auch den Checkpoint genommen. Stimmt. Ich wollte den Boss-Level eigentlich noch machen, aber jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder zu sehr über eine halbe Minute, eine halbe Stunde meine ich. Will ich eigentlich nicht. Und doch zu lang ist. Okay, das ist ein bisschen blöd getimt jetzt. Ah, geht eh. So. Ah, Feuerball, lalala, so. Jetzt kann ich den halt nicht angreifen, muss drauf, so. Feuerball, dudu. Feuerball, lululu. Und jetzt muss ich nicht unbedingt springen, sondern kann. Ach, ich kann. Das. Da passiert einfach gar nichts, wenn ich drück. Okay, von mir aus. Oh Mann, ja, komm. Alles total spannend, ich weiß. So total im Fieber, wenn ich alles fünfmal mache. Gerade dann wird es erst spannend, wenn es zum fünften Mal sieht. Diesen Luxus will ich euch halt natürlich bescheren, so. Was mache ich da? Oder komm, wo ist diese Scheiß-Taste, damit ich das weiß, Alter, sonst zucke ich noch aus. Diese Taste, warum auch immer, okay, bei mir aus. Ja, das ist natürlich doof, weil ich da nichts drücken kann währenddessen. So, ja, eigentlich wurscht. Jetzt sag ich mal ein bisschen weiter. Was mache ich eigentlich? Sorry, aber das ist einfach nur komplette Scheiße gerade. Wir haben mit dem Scheiß nicht springen können und. Ich hab echt keine Lust drauf. So, kannst du jetzt verfickt nochmal springen? Danke. Juhu, Endgegner, ein Clan. Super, ich freue mich tierisch. So, das macht nix. Ach, genau, zerstört auch die Blöcke. Das, den kann ich am Anfang nicht nehmen, erst nachher, wenn es kein Feuerball mehr ist. So. Und damit muss ich ihn bewerfen, genau. Nicht zu viel zerstören, Junge. Na, los, gib mal deinen Rotz. Soll ich da in der Nähe sein? Ich weiß gar nicht. Ernst. Bis zum nächsten Part. Ich muss noch was erledigen. Tschüssi.